wir kommen zum Main Event der heutigen Veranstaltung. Profiboxen unter Aufsicht des BDB. 4 Runden à 3 Minuten. Dieser Kampf wird präsentiert von der Firma Hard Sports Paintball East Germany in der Lutherstadt Eisleben sowie der Hauskantenpflege Angelstein, ihr Team aus qualifizierten und motivierten Mitarbeitern in der häuslichen Pflege. Ich rufe als erstes in die rote Ecke vom La Familia Fight Club hier in Halle Max Maximus Birkner! Er holt seinen Gegner in die blaue Ecke von den ASK Fighters in Oberhausen. Jerome Kopp! Ich darf Ihnen beide Boxer vorstellen. Der Gast in der blauen Ecke, 20 Jahre alt, 1,74 Meter groß, gewogen mit 69,7 Kilogramm. Er wird betreut durch Michael Kock. Und er gibt heute sein Profibox-Debüt. Von den ASK Fighters in Oberhausen, Jerome Kock! Sein Gegenüber in der roten Ecke, 24 Jahre alt, 1,70 Meter groß, ebenfalls gewogen mit 69,7 Kilogramm. Er wird betreut durch Matthias Weber und Ferenc Schmidt. Auch er gibt heute sein Pro-Debüt vom La Familia Fight Club hier in Halle. Max Maximus Birkner! Yeah.
Ende der ersten Runde. Für die zweite Runde, Round 2. Der zweiten Runde. Thank you.
Seconds out, Betreuer bitte aus dem Ring. Die dritte Runde, Round 3. Ende des Kampfes! Offizielle Urteil. Sieger durch Knockout in der dritten Runde. Der Boxer aus der roten Ecke. Max Maximus Birkner. Er wollte sich drücken, aber ich glaube, wenn man so ein erfolgreiches Boxdebüt hinlegt, ich glaube, dann will man auch bestimmt noch ein paar Worte sagen, auch wenn du nicht so gerade gesprächig bist. Ja, hallo erstmal. Danke für die Riesenunterstützung. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend bis hierher. Einige haben mich gefragt, warum kein K1 mehr. Ich möchte jetzt im Profiboxen eine kleine Karriere starten. Ich hoffe, ihr möchtet mich unterstützen, ihr seid dabei und ihr supportet mich weiter, so wie bisher. Vielen Dank. Viva la Familia! Aber die Tanzeinlage bei deinem Walk-in, Max, das war jetzt nicht schon eine Bewerbung für die nächste Staffel von Let's Dance, oder? Deine Tanzeinlage beim Walk-in, das war jetzt keine Bewerbung für die nächste Let's Dance Staffel, oder? Das war einfach nur ein bisschen Show und so ein bisschen entspannter zu sehen. Bei mir ist auch das Problem, ich verschaffe die erste.
Okay, vielen Dank, Max Maximus Birkner. Das war also die sechste La Familia Fight Night hier in Halle. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend bei uns gehabt. Wenn ja, sagen Sie es Ihren Freunden, machen Sie Werbung. Jetzt geht's zur Aftershow-Party. Mega Erotikprogramm, wie ich mir sagen lassen. Jeder mit einer Eintrittskarte zahlt hier nur 1 Euro Eintritt in Big Apple. Wie gesagt, nächstes Jahr kommt La Familia Fight Night wieder. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch dabei sind. Und bis dahin sage ich, tschüss, bis zum nächsten Mal.